Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und heute möchte ich wieder ein Video machen für euch zum Thema Ordnung im Bastelzimmer. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich mein Papier aufbewahre und dieser Bereich hier, den zeige ich euch gleich. Als erstes zeige ich euch, wo ich mein Hauptpapier einfach ganz normal aufbewahre, in welchem System, und danach zeige ich euch, wie ich das Ganze beschrifte und sortiere. Genau. Also wir schwenken jetzt mal mit der Kamera zu meinem Nebenbereich hier. Also ich bin jetzt hier an meinem Arbeitsplatz, an meinem Schreibtisch, und ich habe bei der Planung von meinem Bastelzimmer ganz viel Wert darauf gelegt, wie ich mein Papier sortiere und aufbewahre. Und ich zeige euch jetzt mal, ich habe hier so einen Rollcontainer, und da hängen, Entschuldigung, ich muss mal dahin rollen, da sind meine ganzen Papiere drinnen, und zwar in Registermappen. Die zeige ich euch gleich näher. Ich habe jetzt hier alle Papiere drinnen und habe mir die mit Kreisen ausgestanzt, damit ich gleich sehe, welche Farbe. Und ich habe es mir nicht sortiert nach Farbfamilien, sondern ich habe es mir sortiert, vorne sind jetzt schon eine Farbfamilie, die Neutralfarben, und dann kommen die ganzen Töne so nach Gelb, Orange, Rot, Rosa, Lila und so weiter, hinten Blau. Also das ist so mein System. Ihr könntet das zum Beispiel auch nach Farbfamilien sortieren, genau, das muss man halt schauen, wie einem das gefällt. Hier sind jetzt alle aktuellen Farben. Hier sind die alten Farben, die ich noch habe. Und dahinter sind die Designerpapiere. Ich zeige euch auch gleich die Hüllen näher. Hier hinten habe ich auch noch Karton und ganz viele alte Designerpapiere. Ich habe hier auch zum Beispiel mein Glitzerpapier, meine metallischen Folien. Genau, also alles, was groß ist, 12x12 Inches, eben hier hinten drin. Und hier vorne sind die ganz normalen A4-Papiere drinnen. Was mir total wichtig war bei meiner Planung vom Bastelzimmer, übrigens könnt ihr mein ganzes Bastelzimmer in dem Video anschauen, das kann ich euch jetzt, ich glaube, hier oben unter dem weißen i verlinken. Da könnt ihr mal mein ganzes Zimmer anschauen, aber mir war eben wichtig, dass ich so wenig wie möglich Platz brauche für mein Papier. Es gibt ja diesen tollen Ablagefächer und so, aber da braucht man so viel Platz. Und ich wollte das Papier in meiner Griffnähe haben. Das heißt, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, dann muss ich mich überhaupt nicht bewegen und aufstehen, sondern ich ziehe mir einfach meinen Wagen hier raus und hole mir dann meine Farbe. Und genauso schnell ist der Wagen wieder verstaut und aufgeräumt und passt eben super unter meinen Schreibtisch rein von der Höhe. Genau, also das war mir total wichtig. Und ich wollte auch, dass es total übersichtlich ist, also dass ich gleich sehe, welches Papier wo ist. Okay, und jetzt zeige ich euch mein System, wie ich das Ganze in die Registermappen sortiere und Ordnung halte natürlich. Aber was ich euch zuvor noch zeigen kann, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal bei Anthrazitgrau zum Beispiel reingehe, ich habe hier vorne immer noch eine Klarsichtmappe, die habe ich mir beschriftet mit dem Namen. Das ist eine ganz normale Klarsichtfolie und hier sind meine Reststücke drin. Und hinterhalb sind eben die normalen, großen, vollen DIN A4-Seiten. Und so habe ich das überall gemacht. So habe ich immer mein Restpapier direkt vorne drin und kann das erstmal aufbrauchen, bevor ich ein neues Papier anfangen muss. Genau. Okay, und jetzt schwemmt man nochmal rüber zu meinem Arbeitsplatz. So, genau. Also ihr seht jetzt hier, ich habe eben so Registermappen. Die haben an der Seite so Aufhänger. Und die kann man da super eben in diesen Wagen, in den Rollcontainer einhängen. Übrigens, ich verlinke euch alles, was ich finde, unter diesem Video in der Infobox, damit ihr da schnell hinfindet, wenn ihr das auch so machen wollt. Okay, und jetzt habe ich eben zwei neue Papierfarben, zwei neue In-Color-Farben und habe mir jetzt hier das Papier schon mal reingelegt. Ich tue auch nicht immer alles Papier rein, weil ich möchte, dass es noch möglichst schmal ist, dass ich halt in dem Rollcontainer noch ein bisschen hin und her schieben kann. Deswegen den Rest von meinem Papier, den bewahre ich in meinem Schrank auf. Dunkel und lichtgeschützt, dass auch die Farbe schön erhalten bleibt. Und eben ein paar Seiten kommen hier rein in meine Registermappe. Ich meine, unterm Schreibtisch ist es ja auch dunkel, von dem her, das ist nicht das Problem. Aber dass ich halt ein bisschen mehr Platz habe und dass es nicht voll wird. Übrigens, gerade vom Flüsterweiß zum Beispiel habe ich wahnsinnig viele Reststücke. Und Flüsterweiß, Savanne und Wildleder ist so bei mir die Farbe, die ich ziemlich viel habe. Und da habe ich meine Klarsichtfolien auch nicht in dem Rollcontainer, sondern die stehen bei mir auf dem Schreibtisch hier oben. Da komme ich dann schnell hin, wenn ich mal kurz ein kleines Papier brauche zum was draufstempeln, und habe unten trotzdem mehr Platz.
als kleinen Tipp noch. Okay, aber ich habe jetzt eben, wie gesagt, schon eine Klarsichtfolie mir beschriftet mit dem Namen. Was sinnvoll ist, ist, wenn man diesen Namen auf diese Seite klebt, weil wenn ich das dann rausziehe, weiß ich gleich, dass ich auch bei der richtigen Farbe bin, wobei ich das ja oben aufstehen habe, aber genau, so habe ich das jetzt gemacht. Dann stanze ich mir mit meiner 1,5-Inch Kreisstanze einfach ein kleines Kreislein aus, weil das brauche ich für die Beschriftung. Und bei den Registermappen sind schon diese Beschriftungszettelchen dabei. Da schreibe ich mir jetzt einfach die Farbe mit einem schwarzen Stift drauf. Und genau, ich habe das jetzt so gemacht. Und meinen kleinen Punkt klebe ich einfach mit einem Mini-Dimensional. Ach Quatsch, mit einem Mini-Klebepunkt auf, mit einem Glue Dot. Und ich habe es jetzt immer so gemacht, dass mein Punkt auf der rechten Seite ist von meinen Farben. Und das kann man sich dann hier oben super reinmachen. Und in den Rollcontainer sortieren. Und man kann jetzt hier auch, wenn man die Farbe eben variieren will, auch den jeweiligen, also wenn man das so sortiert haben will, dass man das immer lesen kann, wie in dem Rollcontainer das jetzt gerade war, dann kann ich mir das jetzt hier auch so hin sortieren, wie ich das brauche. Genau. Das ist das dann einfach hier rüberstecke. Das passt dann vielleicht ganz gut. Und schon ist meine Registerkarte fertig und ich kann das einsortieren in meine Farbgruppe. Was ich noch sagen wollte, ich habe die Idee bei Pinterest gesehen und ich hoffe, ich finde das nochmal, wo ich das gesehen habe, weil dann schreibe ich euch das hin, wo ich das gesehen habe. Ich hoffe, ich finde das wirklich, weil das ist schon eben länger her, wo ich das mir überlegt habe alles und geplant habe. Aber das fand ich eben eine super Idee, weil es so platzsparend ist und griffbereit und total übersichtlich und ordentlich. Genau, also das ist mein A4-Papier. Dann habt ihr gesehen mein Designerpapier. Nehme ich mir jetzt mal. Also Designerpapier oder eben dieses dünne Pergamentpapier, das habe ich jetzt eben auch bestellt. Das ist eben in diesen ganz großen LP-Hüllen. Die sind super, 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 weil die sind einfach perfekt von der Größe. Und da ist es ja so, wenn wir das bekommen von Stampin' Up, ist da immer eine Beschreibung dabei und die schneide ich mir einfach aus und lege mir die mit da rein. Man kann sie sich natürlich auch hinkleben, aber so ist es jetzt ganz gut für mich. Ich brauche das jetzt nicht irgendwo hingeklebt. So kann ich die LP-Hülle, wenn das Papier wirklich mal leer werden sollte, was natürlich nicht so oft vorkommt, weil ihr wisst ja, wie das ist mit Designerpapier, oder? Man hat immer total viel und bis es mal leer ist, dauert's. Aber man kann sich auch nicht trennen davon oder manche Seiten sind so schön, die muss man aufheben und so. Also ich hoffe, euch geht es da auch so. Ja, und genau, deswegen lasse ich das einfach so da drin. Und hier habe ich jetzt den Karton auch noch drin gelassen, weil das Papier so dünn ist. Normalerweise, wenn ein Karton dabei ist, dann nehme ich den auch raus und tue den zu meine Kartone dazu. Aber wenn es so ganz dünnes Papier ist, dann ist es einfach stabiler so. Und so kommt es einfach in meinen Rollcontainer rein. Und dann gibt es natürlich noch 6x6-Inch Papier. Das kleine Papier. Und ich sortiere mal schnell mein ganzes Papier da raus. Also da sind auch noch ganz alte Designerpapiere drin, die sind einfach so schön. Oh, ich weiß nicht, mein erstes Designerpapier. Und so habe ich hier so einen, ich glaube, das nennt man so Briefhalter, so einen Ständer. Und da habe ich auch solche Hüllen, kleine LP-Hüllen sind das. Und da passt auch das Designerpapier einfach super rein. Und das Ganze kann ich mir dann einfach hier so lagern und das habe ich dann oben auf meinem Schreibtisch stehen. Aber ja, also es steht natürlich normalerweise. Ich habe mir das auch beschriftet. Und so steht es dann oben und ist auch immer griffbereit und da kommen auch meine kleinen Abschnitte auch wieder zurück in die Hülle. So habe ich dann ja auch meine Restpapiere einfach noch da drin. Ja, so sieht es im Moment bei mir aus. Schon ziemlich eng, ich darf jetzt keins mehr kaufen, gell? Aber es ist also perfekt, so finde ich. Hat man das immer gleich griffbereit und das ist super. Und wie gesagt, diese kleinen LP-Hüllen, die sind dafür perfekt geeignet. Ja, ich glaube, ich muss mir irgendwas ins Bild legen, weil es sieht sonst so leer aus. Ich hole mal mein Register wieder her, dass ich was zum Spielen habe in meinen Händen. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles gesagt zum Thema Papier. Aufbewahrung. Die Vorteile und ja, wollte ich noch irgendwas sagen?
Was ich auch noch als super Vorteil von so einem Rollcontainer finde, ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Inkala ausläuft, dann kann ich die eben von meiner linken Seite rausmachen ohne Probleme und auf die rechte Seite einfach nur aushängen und da reinhängen. Und somit habe ich das immer aktuell und immer übersichtlich und finde ich, ist für mich einfach die allerbeste Variante. Und ich hoffe, ich kann euch damit auch helfen, weil ich habe mir da wirklich sehr viele Gedanken dazu gemacht bei der Planung und habe da viel gesucht und mir gedacht, ja, so Regale sind wirklich toll, aber die brauchen so viel Platz. Und nee, also so, ich bin total happy damit und ich hoffe, das hilft euch auch. Eine Sache noch, wenn ihr noch mehr Tipps zum Ordnung halten von mir sehen wollt, ich habe euch auch mal aufgenommen, wie ich meine Stanzformen aufbewahre, wie ich das mache, wenn ich die bekomme. Und das könnt ihr auch in einem Video von mir anschauen, das verlinke ich euch jetzt hier rechts oben unter dem weißen i. Vielleicht wollt ihr das auch noch anschauen und vielleicht hilft euch das auch. Genau. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen dieses Videos natürlich und beim Nachprobieren vielleicht. Vielleicht könnt ihr das nutzen. Wie gesagt, alle Links, die ich finde, verlinke ich euch unter dem Video und da könnt ihr dann ganz schnell darauf zugreifen, wenn ihr das auch so machen möchtet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!